Hallo, mein Name ist Tor Alexander und in meinen Videos rede ich über Auswandern, Geld und Finanzen. Im heutigen Video möchte ich einige Fakten rund um das Thema Geld wiederholen und auch einige neue kundtun. Der erste Fakt: Geld ist Glaubenssache, aber Geld bedeutet Freiheit. Also wer viel Geld hat, ist frei. Wer wenig Geld hat, muss halt kräftig im Hamsterrad treten. Das zweite: Das heutige Zentralbankgeld ist kein Wertspeicher. Das war Thema eines Interviews mit Thomas Mayer, seines Zeichens Ex-Mitarbeiter der Deutschen Bank. Drittens, nur die Zentralbank hat die Erlaubnis, das Geld einer Nation auszugeben. Das bedeutet aber nicht, dass die Zentralbank auch von der Nation kontrolliert wird oder von der Regierung, sondern die Nationalbank oder die Zentralbank kann natürlich auch privat sein. Beispiele gibt es ja dazu einige. Viertens, jede Bank hat ihr eigenes Geld, und zwar ihr eigenes Giralgeld, welches gleichlautend mit der Zentralbankwährung ist. Fünftens, wenn Leute ihr Geld zur Bank bringen, geben sie ihr Eigentum auf. Ich wiederhole nochmal, wenn Leute ihr Geld zur Bank bringen, geben sie ihr Eigentum auf. Das heißt, jeder, der sein Geld auf sein Girokonto einzahlt, trennt sich von Zentralbankgeld und bekommt dafür ein Anrecht auf Zentralbankgeld. Der sechste Fakt, Bankengeld ist nur Anrecht auf Bargeld. Und siebtens, Einlagensicherungsfonds gibt es, weil das Bankengeld unsicher ist. So, ich freue mich über eure Kommentare unter dem Video. Ich freue mich über ein Abo meines Kanals und ich freue mich natürlich, wenn ihr in meine Telegram-Gruppe kommt. Auswandern Geld und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.